Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen riesengroßen Rossmann-Haul. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst, wie zur Hölle und warum überhaupt bin ich auf die Idee gekommen, diesen ultimativ schweren Karton eben auf meine Schultern zu hieven, um ihn fürs Thumbnail in die Kamera zu halten. Ich hätte auch einfach grinsen können und machen können, um da das Rossmann-Logo einzublenden. Aber nein, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Dementsprechend, da ich ungeschminkt bin, sieht man wahrscheinlich, wie rot man darüber ist. Mir ist warm, ne? Es war schon anstrengend. Es war halt richtig gerade Sport für mich. Ich bin ja so ein unsportlicher Mensch. Okay, also, ich habe ein bisschen bei Rossmann geshoppt, online und auch im Laden. Also der große Karton ist natürlich online. Ja, und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Ein bisschen Haushaltskram, weil jetzt ja die nächste Corinna-Welle auf uns zukommt, habe ich ein bisschen gehortet. Ich weiß es nicht. Und weil wir einfach auch das ein oder andere brauchten und weil ich Adventskalender befülle und weil ich in diesem Video was verlose. Was es zu gewinnen gibt, sage ich dir gleich und auch was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen. So, ich starte jetzt einfach mal mit Bratolivenöl von Innerbio. Das ist einfach, ja, Olivenöl, ne? Und wir sind ja HelloFresh-Kunde. Das heißt, ja, wir kochen halt auch oft sehr frisch und da steht sehr oft mit dabei, dass man sich Olivenöl holen soll und beziehungsweise Olivenöl da reinmachen soll. Und das von Innerbio finde ich eigentlich ganz gut. Dementsprechend habe ich das einfach mal mitgenommen. Ich hatte ehrlich gesagt schon wieder vergessen, dass ich es gekauft habe, weil der Haul von den Produkten, die hier auf meinem Tisch liegen, sprich, was ich im Laden gekauft habe, ist schon ein Weilchen her. Genau, aber das finde ich ganz nett. Ja, da kann man halt mit braten. Übrigens, hier habe ich jetzt heute mal so dieses Ding aufgebaut, was ich aus meinem Amazon-Haul habe, wo ich diese, blende ich ja oben mal ein, diese Surprise-Boxen angeboxt habe. Ich weiß nicht, ich finde das eigentlich ganz hübsch, ne? Kann ja wohl stehen bleiben. Und hier habe ich einen Rosenstrauß. Weil mein Chef ist leider nicht mehr da. Er hatte jetzt gestern seinen letzten Tag, da hatte er seine Verabschiedung. Und ich war ja seine Assistentin, deswegen habe ich einen Rosenstrauß von ihm bekommen. Fand ich voll lieb von ihm. Ja, okay. So, auf jeden Fall so viel zu Bratolivenöl. So, dann habe ich gekauft, weil wir ja auch für meine Schwägerin in Spee und meinen Schwager in Spee und den Neffen von meinem Freund, also im Prinzip ja auch mein Neffe in Spee, ich weiß nicht, einen Adventskalender packen, habe ich so einen Toni mitbestellt und zwar, oder mitgekauft, ich weiß gar nicht, ob ich das im Laden geholt habe, das ist eine Hörfigur für die Toni-Box und hier sind Hörspiele ab 3 Jahren mit Liedern drauf. Gut, unser Neffe ist jetzt tatsächlich 2 geworden, aber trotzdem finde ich, dass man das nehmen kann, nachts, wenn alles schläft und dann mit dem Sandmännchen, finde ich ganz süß. Ne? Habe ich im Laden gekauft, das sind 2 Filme tatsächlich, die wollte ich jetzt am Wochenende mal mit meinem Freund zusammen gucken. Die fantastische Reise des Dr. Doolittle fand ich ganz cool, weil das mit Robert Downey Jr. ist und das war halt in so einem Aufsteller direkt an der Kasse und das ist quasi in der Erwachsenen-Quengelzone gewesen und das hat mich angesprochen, genauso wie auch dieser Film. Das ist Jumanji mit Jane The Rock Johnson. Nein, heißt er Jane? Jane The Rock Johnson? Ich weiß es nicht. Oder Shane The Rock Johnson? Ne, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist der damit bei. Dwayne The Rock Johnson, genau. Entschuldigung. Auf jeden Fall habe ich damals als Kind diesen ganz alten Jumanji-Film geguckt mit, ja, Name vergessen, auf jeden Fall mit einem ganz bekannten Schauspieler und das fand ich total cool und das war halt echt, also einer meiner Kindheitsfilme. Das war so der erste, in Anführungsstrichen, gruselige Film, den ich geguckt habe und da habe ich mir gedacht, komm, dann gucke ich mir mal die Neuauflage an, wie das so ist und ziehe mir die beiden Filme mal am Wochenende mit meinem Freund rein. So, dann kommen wir mal zu dem Produkt, was du auch in diesem Video gewinnen kannst. Und zwar habe ich von Essence die Konnichiwa Tokyo Palette geholt. Und die habe ich tatsächlich auch 2-mal geholt. Ne? Eine zum Verlosen und eine, die ich behalte. Und ja, die sieht recht neutral aus, wenn dieses schimmernde Blau nicht wäre. Ne? Aber ansonsten kann man damit, glaube ich, ein ganz tolles Smoky Eye schminken oder auch einen schönen Herbstlook. Für meine Verhältnisse sind diese 4 Schimmertöne auch irgendwie ein bisschen zu wenig. Wobei, eigentlich reicht das Ganze tatsächlich aus. Das ist eine Pop of Color. Das ist zum Highlighten. Das kannst du für außen nehmen. Das auch. Also eigentlich reicht die. Ja, muss ich mal gucken, ne, wie ich damit umkomme. Und wie gesagt, eine davon kannst du in diesem Video gewinnen. Schreib mir einfach unten in die Kommentare rein, welches Produkt aus diesem Haul dich am meisten catcht und oder was du schon mal ausgetestet hast, was du mir vielleicht als Tipp für ein bestimmtes Produkt an die Hand geben kannst aus diesem Haul. Kommt ja einiges. Oder welches Produkt du so geil findest, dass du dir das vielleicht nachkaufen würdest, beziehe dich einfach in deinem Kommentar auf eins von den Produkten hier. So, die habe ich im Laden gefunden
fand ich ganz cool. Von Yin Yu, die Marke habe ich kennengelernt durch die liebe Jana, White Swan Beauty. Hier oben ist ihr Kanal. Genau, die hatte mir mal irgendwann in einem Tauschpaket auch eine Maske davon mit reingelegt und die fand ich total cool. Einmal die Skin Defense Sheet Mask with Green Tea, also mit grünem Tee. Das ist halt auch mit so einem, ne? Ich weiß nicht, sind da wirklich solche Muster drauf? Finde ich ja scharf, ne? Die war halt, ja, Printed Fiber Mask geht hier auch drauf. War runtergesetzt auf 2 Euro, genauso wie auch die hier mit dem Zebra. Die Soothing Sheet Mask mit Aloe Vera, also die soll quasi beruhigen. Und da ist halt ein Zebra dann in deinem Gesicht, ne? Ja, ist nicht für mich, ist zum Verschenken, aber ich fand die süß. Ja, feuchte Allzwecktücher dürfen immer mal wieder mit, ne? Habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen viel in letzter Zeit von geholt. Ich schäme mich ein bisschen. Die fand ich eigentlich ganz interessant. Ich weiß nicht, wo genau ich die dann platzieren werde, aber das ist von Facel Discret. Die Desinfektionstücher beseitigt 99,99% der Bakterien, Pilze und Viren. Ich meine, dass es so ist, dass tatsächlich diese Tücher nicht jetzt irgendwie gegen, gegen den Virus. Doch, auch wirksam gegen Coronaviren steht hier drauf. Krass, das haben die sogar drauf gedruckt. Zieht euch das mal rein. Die werden safe jetzt ruckzuck schon ausverkauft sein, oder? Hammer! Dann kann ich das vielleicht bei eBay für 5 Millionen Euro verkaufen? Nein, die werde ich tatsächlich safe selber verwenden. Ich finde es einfach besser, wenn du sowas zum Beispiel im Auto hast und wenn ich dann mal einkaufen gehe, was ich sehr, sehr selten mache, weil ich mir, wie ihr gleich sehen werdet, einiges tatsächlich eher online bestelle mittlerweile, weil ich einfach ein bisschen Schiss habe. Dass ich da dann mal über den Einkaufswagen wischen kann oder wenn ich beim Bäcker bin, dass ich meine Hände schnell desinfizieren kann und so. Natürlich habe ich auch immer so einen Sprayer oder ein Handgel oder sonst irgendwas in der Tasche, aber das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, für To-Go eine ganz gute Geschichte. Dann habe ich mir was mitgenommen, weil ich es einfach für meine Füße haben wollte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich so ein bisschen Probleme mit meinen Füßen wieder. Aufgrund von so, ne, ich weiß gar nicht, wie genau man das so nennt. Das ist halt so, ich habe runde Nägel, die habe ich halt auch an meinen Füßen. Dementsprechend habe ich Probleme mit meinen großen Zehen. Ich rede nicht gerne über Füße, es tut mir leid. Und die wachsen halt gerne einfach mal ein. Und da wollte ich ein bisschen Pediküre machen. 6,99 Euro hat das nämlich bei der Ideenwelt gekostet und das hat mich angesprochen. Deswegen habe ich das einfach mitgenommen, als ich da im Rossmann war und habe es in meinen Korb gelegt. Das ist halt wirklich so zum Feilen und ein Clipser und hasse nicht gesehen. Rechts- und Linkslauf mit 2 Geschwindigkeitsstufen. Ja, fand ich einfach interessant. Ne? Und das ist halt irgendwie wohl Best Basics Dauersortiment. Fand ich auch interessant. Ne? Genau, deswegen hat er einfach mal den Weg in meinen Einkaufskorb gefunden. So, ebenfalls mit durfte dieses wundersüße Teil und zwar von Isana Hallo Pinguin Badekugel mit winterlichem Duft. Das ist so ein klassisches Adventskalenderprodukt, ne? Ich stehe ja voll auf diese Isana Pinguin Serie zur Weihnachts- oder Winterzeit. Ich habe ja keine Badewanne, aber es ist halt zum Verschenken und das riecht halt leicht zimtig, aber auch vanillig. Riecht sehr, sehr angenehm. Also ich denke, da wird sich schon jemand drüber freuen. Je nachdem, in welchen Adventskalender ich so packe. Ich weiß gar nicht, warum hier hinten so ein Tesastreifen drauf ist. Der ist da voll random drauf, gehört da gar nicht hin. Auf jeden Fall, fand ich den süß. So. Müllbeutel, klar, duften auch mit. Ich habe von Rubin hier so Bio-Müllbeutel mitgenommen. Ich glaube, das ist beide das ist das gleiche, oder? Die Bio-Folien-Müllbeutel mit Zugband, jeweils 20 Liter. Genau, ja. Reißfest, nassfest, das kann ich so nicht bestätigen. Hier hinten steht drauf, kompostierbar, gemäß DIN EN 13432. Ne? Also theoretisch muss man das jetzt nicht irgendwie dann umfüllen und könnte das halt auch so ganz normal in die braune Tonne schmeißen. Da sind jeweils 8 Stück drin und sowas kann man halt immer mal gebrauchen, finde ich. Ebenso kann man diese Müllbeutel auch sehr gut gebrauchen. Von Rubin Duftmüllbeutel mit Zugband 50 x 60 cm. Das sind 30 Liter. 25 Stück sind hier enthalten. Da habe ich 2 von geholt. Eins ist auch schon ganz normal in unserem Restmüll drin. Für unseren gelben Sack, der bei uns in der Küche steht, habe ich Duftmüllbeutel mit Zugband 64 x 71 cm, also 60 Liter und hier sind 20 Stück drin. Das sind halt so, ne, das ist ja vor Rolle, die Rolle liegt aber schon in der Küche und hier habe ich jetzt demonstrationszweckweise, wie auch immer, einen einfach mal mit Klebekran hier mit reingepackt und Zitrusduft ist das. Nicht Pelle, wonach die Beutel riechen, ne? Aber ich fand das halt ganz cool, dass es halt farblich unterschiedlich ist, weil wenn ich dann die Beutel ganz normal bei uns in der Schublade drin habe, dann können wir halt direkt unterscheiden, okay, das ist gelb, gelber Sack, orange ist dann für Restmüll und so und das finde ich ganz gut, weil wir halt unterschiedlich große Müllbeutel da, Mülleimer da haben und dann kann man schneller das reinsetzen. Das habe ich testweise mitgenommen. Geruchsstoppmüllbeutel mit Tragegriffen. 50 Liter, das dürfte dann auch für unseren gelben Sack sein. Jo.
Oh, der riecht aber sehr aquatisch angenehm. Aber wer riecht schon an seinen Müllbeuteln? Das hier ist ein ganz normaler Müllbeutel mit Trennhilfe, 60 Liter. Ja, ich habe einfach zugeschlagen, weil wir keine mehr hatten und ich habe welche bestellt. Beziehungsweise im Laden gekauft. Das ist ja noch der im Laden gekauft Haul. Dann habe ich den Midsommer-Meeressalat mitgenommen. Fand ich sehr ansprechend. Sieht so ein bisschen aus wie so ein, ich weiß nicht, ne? Sah einfach lecker aus. Wie so ein Fisch, roter Fischsalat, die kannst du doch auch irgendwie so kaufen, ne? Ganz diesen Pöttchen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das von Nordic Ocean Fruit, war in der Bio-Reihe, Bio-Geschichte da, glaube ich. Und jo, der leckere Algensnack aus Liebe zum Meer, ne? Sowas nehme ich damit zur Arbeit. So, dann durfte noch ein bisschen Spülmittel mit, das fand ich einfach ansprechend. Antifett, Power und mineralische Perlen mit Granatapfel und Orangenblüte, ästhetische Perlen natürlichen Ursprungs. Okay, das ist einfach nur ästhetische Perlen, ist einfach nur hübsch. Okay, jo, 100% recyceltes Plastik, das ist die Flasche und so schaut das aus. Und das wollte ich einfach mitnehmen, weil wir brauchten das. Und es war, glaube ich, auch sogar reduziert. Ja, riecht gut. Und auch von Lomol, der Hygienespüler Universal zur Wäschedesinfektion, durfte mit. Das ist dieser hier, ne? Den nehme ich immer mal wieder mit. Aktuell laufen auch bei uns die Waschmaschinengeschichten. Beseitigt 99,9% der Bakterien sowie Pilze und spezielle Viren. Hygienisch reine Wäsche ab 20 Grad. Ideal für Handtücher, Sportkleidung, Unterwäsche, Bettwäsche und vieles mehr. Jo, ne? Mache ich gerne mit rein, einfach fürs Gewissen. Dass man wenigstens das Gefühl hat, man hätte seine Wäsche irgendwie noch sauberer gemacht. Kommen wir zu dem Riesenteil. So, was hat die Claudi denn da alles bestellt? Sie hat bestellt einen Hafermandeldrink ungesüßt. Genau, ich trinke ja so gut wie keine Kuhmilch mehr, weil ich merke, dass mir das einfach nicht bekommt. Ich habe eine ganz, ganz leichte Laktoseintoleranz. Also das ist wirklich eigentlich zu also kann man außer Acht lassen. Aber trotzdem habe ich mich dazu entschieden, dass ich umsteige auf alternative Milchprodukte. Und da ist die Mandelmilch die Milch, die mir am besten schmeckt. Genau, und das hier ist hier eine Kombination aus Hafer- und Mandeldrink. Ich glaube, du hast bei Mandeldrinks immer auch irgendwie was mit Hafermilch mit drin. Zwei drin habe ich von Domol die Maschinenreiniger geholt. Das ist für die Spülmaschine. Da sind drei Stück drin. Vierfach Power mit Glanzeffekt. Und das machst du halt in die Spülmaschine rein. Oder in die Waschmaschine? Nee, das ist für die Spülmaschine, ne? Genau. In die Spülmaschine. Während halt auch ganz normalen Reinigungs-, also ein ganz normales Geschirrspülprogramm läuft. Also wenn du halt sowieso auch also Geschirr drin hast, so. Das heißt, du musst ja nicht zusätzlich Wasser oder Strom verschwenden. Das finde ich ganz praktisch. Und ich weiß gar nicht, wie häufig man sowas reinmacht. Einmal im Monat. Guck, da kommen wir dann gut mit hin, ne? Ein bisschen was zum Naschen habe ich mir mitgenommen. Und zwar von Energio die Linsenchips mit Paprika. Jo, wollte ich mal ausprobieren. Dann habe ich auch noch Kaffee mitbestellt und zwar zweimal in der Bio Espresso Classico. Das sind ganze Bohnen. Wir haben ja eine Maschine, die halt ganze Bohnen mahlt und uns dann einen wundervollen Kaffee rausgibt. Und wir nehmen am liebsten Espresso-Bohnen, weil die nicht nur intensiver im Geschmack sind, sondern tatsächlich sogar magenfreundlicher. Weil dadurch, dass die halt ja auch etwas, also es ist ja die Ausgangsbohne ist ja die gleiche wie bei normalem Kaffee-Creamer. Und bei Espresso werden die halt nur noch mal etwas mehr geröstet, sodass die Bitterstoffe halt irgendwie mehr weggehen oder irgendwas geht dann mehr weg, sodass es halt magenfreundlicher ist. Und deswegen trinken wir halt lieber Espresso-Bohnen, genau, weil die halt magenfreundlicher sind und wir beide auch ab und an mal Probleme mit dem Magen haben. Und das sind 100% Arabica-Bohnen. Dann habe ich wieder mal mitgenommen Slip-Einlagen. Stimmt, da habe ich unterschiedliche mitgenommen, einfach mal zum Test. Einmal die Classic 55 Stück, trocken und diskret für jeden Tag. Ich glaube, die hatten zu dem Zeitpunkt nicht diese Flexiform-Dinger. Und wenn ein Laden nicht die Sachen hat, die ich normalerweise immer verwende, dann fange ich an, Ruhe da draußen, auch mal neue Produkte auszutesten. Das ist eigentlich total creep, ne? Genau, dann habe ich nämlich auch noch mitgenommen die Slip-Einlagen Komfort, leistungsstarker Saugkern, bla bla bla, trocken und diskret für jeden Tag sind die auch. Das war halt einfach ein bisschen anders, keine Ahnung. Außerdem habe ich mitgenommen die Slip-Einlagen Komfort und frische Duft. Ja, der große Slip-Einlagentest hier in Claudis Welt. Yay! Dann habe ich ja auch für Adventskalender was mitgenommen. Da haben die ein neues Duschgel gehabt. Candy Apple, duftet nach Apfel und Zuckerperlen. Fand ich ziemlich cool, ne? Das kostet halt 50 Cent. Und ja, komm, habe ich einfach mal mitgenommen. Ist ja so eine Weihnachtsedition. Und das fand ich süß für einen Adventskalender.
ebenso sehr, sehr schön und irgendwie gehen die, glaube ich, aus dem Sortiment, sind diese Ampullen von Alterra, Ruhe und Balance, reichhaltige Ampullenkur mit Bio-Wolldistel und Bio-Mandelöl, also wie gesagt auch wieder für einen Adventskalender, fand ich einfach ganz süß, habe ich mit eingepackt. Knusperbrot, Reis und Buchweizen, das wollte ich mitnehmen, das ist ja so ein Knäckebrot einfach, ne? Und das wollte ich für die Arbeit einfach mal mitnehmen. Ich habe auch ein paar Brotsachen bestellt und bin sehr gespannt, wie lange das auch so haltbar ist, einfach um zu gucken, ne? Kann man sich darüber versorgen irgendwie. 4.10.2021 ist dieses Knusperbrot haltbar. Also das ist ja mal richtig lange, da kann man sich ja nicht beschweren. Das kann man, ne, beruhigt dann auch vielleicht mal liegen lassen. Dann habe ich mitgenommen, oh, ich wusste gar nicht, dass es so groß ist. Krass. Isana reichhaltiges Creme-Peeling, zarter Duft nach Damaszenerose mit natürlichen Ingwer-Peeling-Kören für spürbar weiche Haut. Das wollte ich für den Adventskalender nehmen. Alto Belli, ist das groß, oder? Ich bin gerade voll geflasht. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel da drin ist. 200 Milliliter sind da drin. Hammer. Ist flüssig. Nicht schlecht. Und das ist hier mit so einem Druckverschluss, wie auch immer. Kannst du wieder verschließen. Ich hatte Hunger, als ich bestellt habe, deswegen durften die hier diese Knoppersbücher mit. Knoppers-Nussriegel, werde ich mir gleich welche von eins mal von gönnen. 5 Stück sind hier drin enthalten. Geh niemals hungrig shoppen, denn dann passiert sowas. Ich habe mir auch hier mitgenommen die Dinkelbrezeln mit geröstetem Sesam. Sah ganz angenehm aus von in der Bio, ne? Ich bin jetzt auch dazu übergegangen, halt, wenn ich so dieses Salzige abends vom Fernseher oder vorm YouTube-Video gucken esse, dass ich dann halt wirklich mir so Salzstangen esse oder diese Brezel oder so oder halt was auch immer. Ich hatte auch Bock auf sowas, deswegen habe ich mir auch Zimtsterne mitgenommen. Die sind von Lamberts. Ne? Wie gesagt, niemals hungrig einkaufen gehen. Dann habe ich hier auch noch einen Mandeldrink gefunden bei Enerbio. Das ist der Natur ohne Zuckerzusatz. Ich mag die am liebsten ohne Zuckerzusatz tatsächlich und kann dann selber dosieren, inwiefern ich noch Zucker mit drin haben will und das dann dazugeben. Ein Käsegebäck mit Gouda durfte ebenfalls mit 80 Gramm von Alnatura. Das war wieder so ein Ding, ich bin hungrig shoppen gewesen. Auch dieses hier, Maisecken mit Quinoa. Oder aus Quinoa, ich weiß es nicht. Das ist dieses hier, wollte ich auch mal ausprobieren. Okay, jetzt kommen wir mal zu dem Brot, was ich bestellt habe. Das ist Roggenvollkornbrot von Enerbio. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Das kannst du auch toasten. Ey, das ist bis zum 28.04.2021 haltbar. Das finde ich krass. Ich meine, wenn man das jetzt aufmacht, ne, dann muss es innerhalb von einer Woche, denke ich mal, aufbrauchen oder so. Aber das finde ich krass, dass es so lang haltbar ist. Nicht schlecht. Krass. Für die Arbeit 1A. Oder zum Frühstück allgemein, je nachdem, wie man es haben möchte. Noch mehr von De Boekela. Turinos, feine Gebäckstangen, feinwürziger Gouda. Habe ich diese hier mitgenommen. Dann gab es da so ein Männer-Set. Das ist dieses hier. Isana Men 3-in-1 Go Wild Duschgel und hast du nicht gesehen. Und das ist halt irgendwie dieses mit Jägermeister zusammen. Fand ich sehr, sehr witzig. Und hier ist auch irgendwas von Jägermeister mit dabei. Genau, so eine Goldkette. Das ist echt irgendwie ulkig. Ja. So viel ist halt hier nicht mehr in dem Karton. Noch mehr Slipanlagen. Komfort und Aloe Vera. 50 Stück habe ich mir mitgenommen. Ja, ja. Läuft bei mir. So, dann habe ich hier noch ein kleines Ding. Und dann ist der Riesenkarton auch mal leer. Und zwar habe ich mitgenommen so ein Desinfektionshandgel, das meinte ich nämlich, ne? Also sowas hat man halt auch irgendwie immer mit dabei oder ich habe es halt hier auch stehen und ich habe es auf der Arbeit stehen. Beseitigt 99,9% der Viren, Pilze und Bakterien, genau. Und das fand ich eigentlich, ne, allein fürs Gefühl, Leute, finde ich sowas nett. Dann habe ich noch ein weiteres Brot und zwar ist das hier das Buchweizenbrot. Gucken wir mal, wie lange sowas haltbar ist. Wahrscheinlich auch wieder so Ewigkeiten, ne? 7.6.2021, also das ist schon mal sehr, sehr gut, weil ich gehe so selten einkaufen, weil wir haben so das Stream, da holt mein Freund oder hat es gerade geholt tatsächlich noch den Sirup, den kann man aber auch online bestellen, CO2, gut, das muss man sich tatsächlich so holen, aber ansonsten brauchen wir keine Getränke holen, Süßigkeiten kriege ich meistens durch die Degusta-Box zum Beispiel oder wenn ich halt online bestelle, dass ich das dann halt mitbestelle,
Aber ansonsten müssen wir gar nicht mehr wirklich so groß einkaufen gehen. Das finde ich sehr gut, ne? Und das Einzige, was ich aber immer noch irgendwie brauchte, war Brot. Und jetzt habe ich halt gemerkt, die Sachen von Innerbio, die man online bestellen kann, sind ewig kalt inhaltbar. Richtig geil. Dann habe ich noch Kichererbsen-Snack-Hummus mitgenommen. Das ist ohne Fettzugabe zubereitet. Okay, ja, da hatte ich jetzt eigentlich gedacht, dass das ein bisschen mehr wäre. Das sind jetzt nur so 30 Gramm drin. Das ist so ein 5-Minuten-Snack für mich. Das hier ist wieder für die Adventskalender. Zwei Masken gab es irgendwie neu bei Isana. Einmal die Relax-Tuchmaske mit Rosenwasser und Avocadoöl. Die fand ich ganz ansprechend. Genauso auch die Shine-Tuchmaske mit Grapefruit-Extrakt und Hyaluron. Genau, die beiden durften dann für die Adventskalender mit. Dann habe ich hier noch mitgenommen eine Marmelade, weil auch das ist ein Produkt, weswegen ich dann noch einkaufen gehen würde. Mit Himbeere, 40% weniger Zucker, 300 Gramm, das ist echt ein richtiger Oschi. Finde ich auch sehr interessant. Und last but not least habe ich hier noch von Isana Night and Beauty Lippenbutter mitgenommen. Das ist dieses Produkt. Genau, ja. Und das war's. Das war jetzt mein Rossmann-Haul. Ich fand das alles jetzt gerade super interessant und vor allem das mit dem Brot finde ich richtig cool. Ich finde das auch mit den Snacks sehr, 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 sehr gut. Und da werde ich mich durchsnacken in nächster Zeit auf jeden Fall. Ansonsten bin ich jetzt haushaltstechnisch sehr gut ausgestattet. Das war jetzt sehr haushaltslastig, dieser Haul. Aber naja, auch das braucht man ab und an mal. Und denkt auf jeden Fall an die Verlosung. Jo, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!